So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, geht es heute wieder um Star Wars Abatons Figuren. Ich habe ja letztes Mal schon das sogenannte Starter Pack aufgemacht. Das finde ich überteuert. Ein paar Köpfe, ein paar Bretter, naja, ein Sack war dabei. Das war's. Und jetzt habe ich gesehen, die Figuren gibt es auch einzeln zu kaufen. Deswegen habe ich mir mal drei Tütchen besorgt, um zu schauen, ob das in ein Tütchen ist, was vorne drauf ist. Also, fangen wir an. Oh, eingerissen. Und wo ihr die natürlich sicher und bequem bestellen könnt, werde ich natürlich unter ein Video verlinken. Aber hier stimmt was nicht. Die Figur war drinne. Die Karte war dabei. Zweite Tütchen öffnen. Ein bisschen vorsichtiger. Ah. Da ist dieses Bild drinne. Und ein transparenten. Dritte Tütchen. Diese Karte drinne. Und auch einen transparenten. Also, das steckt wieder in die neuen Tütchen für knapp 2 Euro, glaube ich. Günstiger ist es, wenn ihr sie bequem und sicher bestellt in 10er-Packs. Also, ich persönlich finde sie immer noch ein bisschen hässlich gemacht, aber nichtsdestotrotz sammeln, spielen, das war's. Ihr postet mir, wie ihr sie findet, ob ihr sie sammelt oder. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.